Elite-Polizeibeamte des SEK Sturms, die Einrichtung für geistig auffällig von Marco Zizzo Hamburg. Mondri und besondere Operationen in Hamburg. Um 3,43 morgens wird die Polizei eine Wohneinrichtung berufen, um Menschen in der Wellingsbüttler Landstraße Ecke von Ratsmühlendamm Fuhlsbüttel mental aufzuschlagen. Ein Mann soll dort eine andere Person mit einer Waffe bedroht haben. Die Verstärkung eines speziellen Anwendungsbefehls wird schnell angefordert. Die stark bewaffneten Beamten stürmen die Einrichtung. Ein Kriseninterventionsteam und Notfallärzte sind ebenfalls vor Ort. Schwer bewaffnete Polizisten stehen vor der Einrichtung. Die Rettungsdienste können den Mann überwältigen und verhaften. Nach dem ersten Wissen wurde niemand verletzt. Die Polizei befürchtete zunächst eine Amoklag und stufte die Operation später herab. Die kriminelle Polizei sucht nun nach der vermeintlichen Mordwaffe und bestimmt weitere Hintergründe für die Aktion.